Es sah heute Morgen nach einem relativ ruhigen Handelstag aus. Der DAX schien den Vorgaben aus Amerika und aus Asien zu folgen. Das heißt, negative Vorgaben. Wir sind auch im negativen Bereich gestartet. Dann aber setzte etwas ein, was die Märkte noch mehr in Aufruhr versetzt hat. Wir hatten einen IFO-Geschäftsklimaindex, der regelrecht abgestürzt ist. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Norbert Paul. Er ist hier Derivate-Experte an der Börse in Stuttgart. Wir hatten damit gerechnet, dass eigentlich das Thema Brexit aus den Köpfen wieder raus ist, das IFO-Geschäftsklima sogar leicht steigt. Jetzt sind wir abgestürzt. Und um einen Absturz von 2 Punkten zu finden, ja, muss man lange zurückgehen in die Vergangenheit. Was ist da los? Also es ist richtig, und das Geschäftsklima ist damit wieder auf ein Niveau zurückgefallen, das wir zuletzt 2014 gesehen haben. Also was bedeutet das? Die ganzen Entscheider, die befragt werden, also Unternehmen, die man fragt, wie denkt ihr, wie sieht eure aktuelle Lage aus, was erwartet ihr auch für die Zukunft? Das sieht man damit pessimistischer. Man glaubt also, die Geschäfte werden schlechter laufen. Und schlecht laufende Geschäfte der Unternehmen würde sich natürlich 1:1 bei den Aktienkursen dann niederschlagen. Du hast es angesprochen, man hatte eigentlich erwartet, dass das Ganze vielleicht im letzten Monat schon mit drin ist. Ja, Brexit, okay, wissen wir, Unsicherheit, aber jetzt eben nochmal. Jetzt ist die große Frage, ist die Verunsicherung einfach größer geworden, dass man denkt, der Brexit könnte vielleicht doch schlimmere Auswirkungen haben, oder ist es auch vielleicht noch ein bisschen ein Sommerloch, das manche einfach nicht auf der Rechnung hatten, wo man sagte, wir erwarten einfach, dass die Geschäfte erstmal schlechter laufen und sich der IFO vielleicht im nächsten Monat wieder erholt. Das wird ja so nicht immer kommuniziert. Man hat die Zahl, man weiß, die Aussichten werden jetzt schlechter erwartet. Was genau aber der Auslöser ist, das bekommen wir immer so nicht ganz mit. Erklärt vielleicht auch ein bisschen, der Schock war erstmal groß, der DAX geht nochmal richtig in die Knie, nachdem der IFO veröffentlicht wurde, aber davon konnte er sich jetzt auch im Tagesverlauf schon wieder etwas erholen, also ein kurzer Schock, und dann nochmal drüber nachdenken, ist es wirklich so schlimm? Anleger sagen wohl erstmal nein, vielleicht aber auch einfach mal alle heute gespannt auf Jackson Hole schauen und warten, ja, was die Notenbanker so ein bisschen miteinander bequatschen bei ihrem jährlichen Klassentreffen. Da wollen wir gleich drüber sprechen. Ich wollte noch mal beim IFO bleiben. Das klingt so ein bisschen, als ob du versuchst, das kleinzureden, was der IFO ist. Wir haben ja 7000 Unternehmenslenker, die hier befragt werden jeden Monat. Also die wissen schon, was sie sagen. Wissen schon, ich will es auch nicht kleinreden. Und das verstehst du dann falsch, Die haben natürlich erstmal drüber geschlafen, über das Thema Brexit. Klar. Und jetzt auf einmal wachen sie auf und sagen, okay, jetzt dann doch den Daumen runter. Ich sage nicht, dass du kleinreden willst, es klang jetzt so ein bisschen. Nein. Deswegen nochmal die Einordnung. Nein, also es ist tatsächlich in dem Punkt tiefster Stand seit Dezember, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2014. Das ist schon eine Hausnummer. Aber man muss vielleicht auch fairerweise mal noch eins dazu sagen. Wir haben jetzt auch seit 2009 eigentlich ein immer weiter steigendes Wirtschaftswachstum. Das ist vielleicht auch mal jetzt in so einer Phase, wenn auch neue Unsicherheiten wie Thema Brexit dazukommen, dass vielleicht auch mal die Geschäftsaussichten nicht mehr ganz so rosig einfach gemalt werden nach 7 Jahren Wirtschaftswachstum, ist vielleicht aber auch mal normal. Denn normalerweise dauern positive Konjunkturzyklen nicht so lange, wie sie es momentan tun. Stichwort Zyklen. Euwax Sentiment Index heute zeigt ein relativ ungewöhnliches Bild. Zu Handelsbeginn hat es noch gepasst, war der DAX im Minus und die meisten Anleger hierzulande haben dann gedacht, na, der wird sich schon irgendwo erholen. Wir haben ihn im positiven Bereich gesehen, aber dann kam, wie gesagt, der IFO, und dann hatte ich so den Eindruck, da sind etliche auf dem falschen Fuß erwischt worden und der ist dann weggeknickt. Ja, der ist dann weggeknickt. Ist natürlich so, wir haben ja immer wieder Anleger, die jetzt erwarten, nachdem der Markt auch so ein bisschen zurückgekommen ist. Jetzt, wir waren ja ganz kurz mal bei der 10.800, die dann natürlich versuchen, solche Bewegungen zu spielen und die vielleicht aber auch immer noch denken, dass dieser Aufwärtstrend intakt ist. Darum hat man vielleicht gedacht, naja gut, wir haben es jetzt immer wieder mal probiert, in den letzten Tagen Richtung 10.6 zu laufen, sind da aber irgendwie immer so ein bisschen gescheitert, da ging es nicht mehr weiter. Dieser IFO war natürlich eine Überraschung und wir kennen das natürlich bei unseren Anlegern. Wer mit Optionsscheinen, aber auch mit Knockout-Produkten im Speziellen jetzt hier handelt, wenn wir Richtung Euwax Sentiment schauen, da fließen ja nur Knockout-Produkte ein auf den DAX, dann ist natürlich so, dass die auch sehr stark mit einem engen Stop-Loss auch arbeiten. Aber klar, da wurden vielleicht manche, die vorher noch auf steigende Kurse gesetzt haben, dann mal auf dem falschen Fuß erwischt. Aber natürlich, wenn sie ihre Positionen absichern, gut, dann tut es vielleicht nur ein bisschen weh. Kommt darauf an, wo man eingestiegen ist. Aber natürlich, die reagieren erstmal darauf, denn wir sind natürlich auch immer noch in den Sommermonaten, explizit im August, der ja als einer, neben dem September, als der schlechtesten Börsenmonate gilt. Mit also, 10.000
siebenmal punkten, scheint es so schlecht nicht zu sein. Die ja, so schlecht scheint es nicht zu sein. Wir haben aber jetzt quasi auch 8 Monate lang gebraucht, um quasi das Niveau wieder zu erreichen, von dem wir zu Jahresbeginn abgestürzt sind. Also wir bewegen uns jetzt in dem Bereich, wo wir sagen, wir sind auf Jahressicht 0 auf 0. Ja, je nachdem, wo wir jetzt beim DAX gerade stehen, vielleicht ein kleines Plus, aber also die ersten 8 Monate waren ja schon gut belebt. Und wie gesagt, der August ist einfach ein Monat, wo die Anleger gerne auch mal vorsichtiger sind, was mit Sicherheit auch nicht schlecht ist. Man sieht aber auch sehr klar am EUVAX-Sentiment eines: Viele Anleger versuchen gerade nicht die größte Bewegung zu spielen. Sie schauen einfach, was gibt der Markt momentan her. Ich bin mir auch sicher, dass sich eben viele auch vor Jackson Hole jetzt erst auch mal etwas defensiver verhalten werden, weil man nicht weiß, was dort besprochen wird. Und da wollen die Anleger natürlich auch nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden. Dann sprechen wir jetzt über Jackson Hole. Ich sage, ich weiß, was da besprochen wird, beziehungsweise wie es kommuniziert wird. Dass man genau dann hinhört, uns mal einen dass man genau hinhört und es passiert im Prinzip gar nichts. Und wir werden uns am Montag aller Voraussicht nach darüber unterhalten, dass es eigentlich eine schöne Veranstaltung war, da in Jackson Hole. Dass es eine sehr schöne Gegend ist, dass man dort hemdsärmlich vielleicht vor dem Lagerfeuer sitzt. Alte Cowboy-Romantik, aber inhaltlich wird eigentlich nichts passieren. Da lege ich mich mal fest. Gut, sehr schön. Es ist aber tatsächlich so, bei diesem, wie ich es ja gerade schon mal angesprochen habe, bei diesem Klassentreffen quasi der wichtigen Notenbanker erwartet man natürlich schon. Vor allem wartet man auf Janet Yellen. Was wird die sagen? Oder was überlegt sich die? Natürlich kann man jetzt sagen, da wird vielleicht gar nichts passieren. Aber der Markt erwartet immer noch, dass es in diesem Jahr eine Zinserhöhung in den USA geben wird. Manche munkeln und gehen davon aus, dass die vielleicht sogar schon im September kommt. Und andere sagen dann, das könnte auch Dezember dann werden. Und dann ist es ja schon fast die Nächsten sagen auch, er könnte gar nicht kommen, weil Janet Yellen hat nach dem Brexit-Votum ganz klar gesagt, nee, man muss das jetzt weiter beobachten, die Unsicherheit ist da. Wir haben das Brexit-Votum, aber wir haben noch gar keine Austrittsverhandlungen von Großbritannien mit der EU. Also alles zieht sich so ein bisschen. Das kann man natürlich auch oder könnte Janet Yellen natürlich auch als Argumentation nehmen, wie du sagst, wir gehen erst im Dezember vielleicht oder wir schauen uns das Ganze mal an und gehen mal noch mal ein Jahr weiter. Das könnte natürlich sein und wie du schon sagst, manche Marktteilnehmer könnten dann auch wirklich mal genervt sein und sagen, wie lange denn noch? Wir als Händler und ich bin mir sicher auch alle als Anleger wünschen uns eigentlich aber endlich mal Klarheit, denn dieses Rumgeeiere mit, ja, machen wir jetzt noch mal 0,25% nach oben oder nicht und wann und wie, man wartet so lange drauf, dass man eigentlich schon fast ein bisschen davon genervt ist. Aber wenn Janet Yellen etwas sagt, man hört bei ihr wirklich auf jedes Wort. Und wenn sie nur einen Ton sagt, der vielleicht nicht mehr so ganz passt oder etwas unharmonisch klingt, ist das aber immer noch dafür geeignet, dass die internationalen Indizes, natürlich vor allem die US-Indizes, aber eben dann auch der DAX, der macht dann das Gleiche mit hinterher, dass die Märkte nochmal richtig Gas geben können, nochmal ansteigen können oder dass alle enttäuscht sind und es nochmal richtig nach unten geht. Und da ist man tatsächlich so, dass man sagt, vielleicht kommt am Ende raus, war ein schönes Treffen, aber das war's. Aber vorher will das keiner so wirklich sich darauf festlegen. Aber ich denke, man kann sich darauf festlegen, es wird Folgendes nicht passieren, dass sie sich hinstellt und sagt, wir Amerikaner oder die amerikanische Notenbank wird am Mitte September den Zinssatz um 0,5% anheben. Also, das wird man dann sehen, wenn sie, was sie wird das, sagt. Ja? Sie wird das verklausulieren und du wirst vielleicht etwas anders interpretieren als ich an der Stelle. Wichtig ist nicht, wie wir das interpretieren. Wir reden ja hier nur drüber, was steht an. Wichtig ist, wie es der Markt letzten Endes aufnimmt. Das ist auch ganz wichtig, was wir hier zwar besprechen. Wir schauen einfach nur, was kommt jetzt. Der Markt nimmt dann dieses Klassentreffen, diesen Kommentare, die dort gegeben werden, nimmt er auf. Und so wie er dies bewertet, positiv oder negativ, das wird vermutlich die Tendenz für die nächsten Börsentage vorgeben. Und da bin ich mir wiederum sehr sicher. Das ist ja schön, dass wir zumindest in diesem Punkt Einigkeit haben. Norbert Paul, Derivatexperte hier an der Börse Stuttgart. Vielen Dank. Also Jackson Hole kommt mit großer Geschwindigkeit auf uns zu. Ich bin gespannt, wer von uns beiden dann recht hat, worüber wir uns am Montag unterhalten werden. Muster ohne Wert oder doch irgendwo interessante und knackige Aussagen. Tschüss.